Wir setzen uns heute auf Aramis drauf und ich hätte mir in den Arsch zwicken können, wirklich wahr. Ich dachte, wow, wie cool, was für eine tolle Aufnahme. Und dann war die Aufnahme gar nicht drauf, weil die Batterie leer war. Keine Sorge, ihr seht trotzdem noch was davon. Das hat mich schon sehr geärgert heute, weil ich dachte, das erste Mal auf dem Aramis drauf sitzen, das erste Mal, wo ich so eine Doku mache überhaupt. Und dann ist es nicht drauf. So. Und dann auch noch eine Sache. Und zwar, wir möchten das Sidepull hier anbringen. Und wahrscheinlich war ich mit meinen Gedanken schon beim Aufsitzen. Oder hatte irgendwelche anderen Gedanken in meinem Kopf. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ich heute unkonzentriert. Das passiert? Ja, das passiert. Und dann sollte man doch gar nicht mit den Pferden viel arbeiten. Gut, ich sag mal ganz ehrlich, ich konnte das dann noch so ein bisschen abschätzen, was ich dem Tier noch zumuten kann und was nicht. Hier erster Fehler. Tatsächlich. Ja, ich gebe es zu. Das Pferd sollte natürlich den Kopf etwas tiefer haben, damit ich das Seitpol anbringen kann und nicht, dass ich da fast auf eine Leiter steigen muss, dass ich das Seitpol ihm irgendwie da oben anbringe. Also das ist auf jeden Fall nicht so toll. Es wäre schöner, wenn das Pferd einfach vorher sich ein bisschen entspannt. Aber das ist mir dann eingefallen noch. Und weil er noch den Kopf relativ weit oben hat und ich dann das Halfter rund über den, wie sagt man, ach mein Gott, mein Deutsch, über den Hals geben wollte, über den Kopf und er doch relativ angespannt war, habe ich gesagt, okay, wir entspannen uns wieder, schau mal her. Er entspannt sich und kaut dann dabei auch immer wieder ab, ganz toll. So, da habe ich gesagt, jetzt können wir das Halfter drüber und er so, nö, hey, nö. Und ich so, ja gut, dann müssen wir uns halt wieder entspannen. Und das ist jetzt so eine Situation, wo man sagt, okay, man kann es durchgehen lassen, jetzt durch das Halfter drüber. Er geht ein bisschen hoch. Dann habe ich gesagt, komm, das verzeih ich uns beiden jetzt. Ja, also Pferdetrainer zu sein, heißt nicht immer perfekt zu sein. Und ich finde, das geben auch viel zu wenig Leute zu. Oder viele Leute kritisieren einen auch immer extrem, wo ich dann auch sage, ja, es ist immer schwierig. Die meisten machen es nicht einmal besser, aber haben eine hohe Meinung von dir oder gar keine. Und deswegen habe ich gesagt, das ist mir aber ziemlich wurscht, weil wenn ich meine Fehler euch zeige, dann lernt ihr ja nur was daraus. Und jetzt kommt der zweite große Fehler. Genau. Der zweite große Fehler ist, also wir kennen Aramis ja schon ein bisschen. Und er ist sehr einnehmend für Leckerlis. Und ich will dem seinen Hals einfach noch dehnen, dass wenn ich dann drauf sitze und mit der Zügel eine kleine Hilfe gebe oder eine kleine Biegung gebe, möchte ich, dass er ein bisschen so seinen Hals gedehnt hat. Und das mache ich mit Leckerlis. Und das ist nicht gut. Also die Situation oder diese Übung mit Leckerlis ist nicht verkehrt. Man kann ja mit ihm üben. Und da tue ich zum Beispiel das ans Fender hin, dass er dann merkt, aha, da gibt es das Leckerli. Und er ist aber sehr einnehmend. Und ich müsste ihn noch ein bisschen energischer zurückweisen und sagen, hey, guck mal, du darfst nicht in meinen Bereich hier rein. Ja, also ich wedel zwar dann mit dem Finger, aber er geht ja dann nicht zurück. Er hat das ja eigentlich gelernt, dass er dann zurückgehen soll. Da seht ihr schon, es passt ihm nicht so, aber er will sich nicht bewegen. Und weil das ohne Leckerlis vielleicht ganz gut funktioniert und jetzt mit Leckerlis eben nicht, dann muss man halt wieder zum Halfter greifen. Zum irgendetwas, was eben dann einfach nochmal ein bisschen energischer und da mehr flappt. Irgendwie so flappy. Genau. Und dann sage ich, du gehst nochmal zurück. Okay. Also da habe ich mich selber dann Gott sei Dank ein bisschen korrigiert. Aber ihr seht, da zum Beispiel, er kam wieder ein bisschen rein. Ich hätte ihn jetzt nochmal zurückschicken sollen. Weil ich habe ihm nur den Finger gezeigt und er ist trotzdem noch mit der Nase ein bisschen nach. Aber gut, wir sind alle Menschen und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch für mich manchmal interessant, das auf dem Video zu sehen, weil du denkst, hä, hast du das echt gemacht? Krass. Weißt du? Also man ist selber manchmal überrascht. Und ja, jetzt machen wir das nochmal aus. Also er möchte es wirklich wieder einfordern und ich sage, nee. Kopfschütteln dachte ich, geht vielleicht auch, geht aber nicht. Ja, dann tue ich nochmal hier so ein bisschen aufstampfen. Und als der Kopf dann weggeht, gebe ich ihm das Leckerli. So, und wenn man schon so ein bisschen kritisch mit sich war heute,
dann braucht man natürlich wenigstens ein Erfolgserlebnis, ja. Also das ist es schon mal nicht. Ich steige in den Steigbügel rein, er guckt, gibt's Leckerli? Also den Druck finde ich doof, gehe ich lieber mal rückwärts. Rückwärts ist ja besser wie vorwärts, ne? Eigentlich. Also wenn sie vorschießen, rückwärts gehen ist ja dann. Das haben wir ja jetzt viel geübt. So, dann sage ich zu ihm, guck mal. Hier gucken wir noch mal ein bisschen Gewicht rein. Kannst du mal rüberschauen? Er so, ja, klar. So, ich nehme den Fuß nur raus, dann hat er sich schon erschrocken, habt ihr gesehen. Es ist einfach, ja, keine Basis da, um wirklich viel jetzt weiterzuarbeiten. Deswegen denke ich auch, weil ich da schludrig war, hat er vielleicht dann auch, wo ich mich dann draufgesetzt hatte, eben diese zwei kleinen Sätze gemacht. Aber war Gott sei Dank nicht wild. Und ja, Gott sei Dank hatte ich auch ein Handy dabei, weil die Batterie ja alle gegangen ist. Wahrscheinlich sind wir nicht auf dieser Kamera da hinten, aber wir warten jetzt erst einmal ab. Ein bisschen hat er sich erschreckt, aber dann ging das ja ganz gut. Bloß ich möchte jetzt nicht gleich hier losdüsen, sondern ich möchte erstmal, dass er vielleicht alleine losläuft. Nicht? Das wäre gar nicht schlecht. Ja, und wenn das nicht geht, dann bleiben wir halt stehen. Da muss ich erstmal dran gewöhnen hier.